Es geht um eigentlich die existenziellsten Themen der Menschheit. Es geht um die Geburt und den Tod. Wir erleben die Geburt und den Tod eines Menschen hier in diesem Stück des Fischers Johannes. Seine Geburt durch die Augen seines Vaters Olai und den Tod quasi als Begegnung mit der Zwischenwelt, wo ihm noch viele vertraute Menschen, viele wichtige Menschen einmal noch mal Lebewohl sagen. Die Oper hat quasi zwei Kapitel, wie der Titel es schon sagt und wie eben auch das Leben quasi geteilt ist in den Polen von auf die Welt kommen Geburt und Sterben vom Dahinscheiden. Den Morgen, da begegnen wir der Figur Olai, ein Vater, der vor der Tür quasi sehr nervös und sehr aufgeregt wartet auf die Geburt seines Sohnes. Es sind ganz ursprüngliche Gefühle von, was heißt es überhaupt zu existieren, was heißt es auf dieser Welt zu sein. Das zweite Kapitel ist quasi, das Neugeborene ist nun plötzlich am Ende des Lebens angekommen. Wir machen Begegnung mit dem Fischer Johannes, der aufwacht und für den die Welt plötzlich eine ganz andere ist. Nein, was ist jetzt das, meine Finger? Dinge sind nicht mehr so, wie sie schienen oder wie sie noch den Tag zuvor ihm begegnet sind. Alles ist irgendwie in Auflösung begriffen. Figuren und Menschen seiner Vergangenheit, zuvorderst seine geliebte und verstorbene Ehefrau Erna, begegnen ihm wieder. Sind das Phantasmagorien, sind das Stimmen aus dem Jenseits oder sind das Figuren, die ihm dieses letzte Geleit einfacher machen? Bis schlussendlich er eben über seinen Freund Peter auf das weite Meer hinaus begleitet wird, was in einen Zustand führt, den wir als Irdische nicht benennen können. Aber Worte gibt es nicht, wo wir hin.
glaube, es ist eine ganz große Chance, gemeinschaftlich sich sehr behutsam, wie ich finde, wie dieses Thema hier behandelt wird, gemeinschaftlich auf dieses Thema einzulassen. Weil es, wie wir auch in den Proben gemerkt haben, in keinster Art und Weise abschreckt, ganz im Gegenteil, um uns alle eine ganz wärmende Decke hüllt, sodass wir alle auch bereits nach dieser Probenphase unglaublich beseelt sind von dieser großen Chance, mit diesem Stück, mit dieser fantastischen sinnlichen Musik und mit diesen großen Themen in Kontakt gekommen zu sein. Dafür bin ich sehr dankbar.